Der Kirgise Askar Salimbekow ist einer der mächtigsten Männer in Kirgisistan. Ihm gehört der größte Markt Zentralasiens, der kirgisische Dordoi-Markt bei Bischkek. Das ist ein typischer kirgisischer Filzhut. Den lasse ich Ihnen als Geschenk. Wir sind bisher von Venedig nach Istanbul, durch die Türkei, durch den Kaukasus, durch Kasachstan und Usbekistan bis in die kirgisische Stadt Osh gereist. Von Osh aus haben wir nun die kirgisische Hauptstadt Bischkek erreicht. Wir sind auf dem Dordoi-Markt. Der Markt gehört dem kirgisischen Geschäftsmann Salimbekow. Sein Basar gehöre zu den weltweit 10 größten Märkten, erklärt er. 15.000 Händler werben hinter ihren Ständen um Käufer. Alles ist hier zu haben. Lederwaren aus Pakistan, Billigspielzeug oder Fernsehgeräte aus China, Teppiche aus der Türkei. Peter, das ist die belebteste und schönste Straße in Bischkek, die Lederstraße. Sie führt von hier quer durch den Markt direkt nach Kasachstan, das nur 20 Kilometer von hier entfernt liegt. Es heißt ja, auch hier in Kirgisistan seien vor allem die Usbeken die guten Händler. Die Kirgisen seien Nomaden. Haben die Kirgisinnen und Kirgisen mittlerweile besser gelernt, selbst Handel zu treiben? Ja, in anderen Ländern, in Russland, Kasachstan, gibt es immer mehr Kirgisen, die dort geschäften. Früher haben sie darauf gewartet, bis ihnen ein guter Onkel, eine Tante in der Regierung half. Jetzt haben sie gelernt, für sich selbst zu sorgen. Man hat ihnen Angelruten gegeben. Jetzt fangen sie ihre Fische selbst. Die meisten Waren, die hier auf dem Bischkeker Dordoi-Markt angeboten werden, kommen aus China. Und die chinesischen Händler, sie verständigen sich mit ein paar Brocken Russisch oder Kirgisisch. Heimelektronik japanischer Marken aus China, höchstwahrscheinlich Fälschungen. Das Angebot ist überwältigend. Das ist ein DVD-Player aus chinesischer Produktion. Der kostet nur gerade $25. Der Dordoi-Markt bei Bischkek ist die Handelsdrehscheibe, über die vor allem chinesische Billigwaren in die zentralasiatischen Länder, nach Russland, aber auch nach Westeuropa gelangen. Die Sowjetunion gab es nicht mehr. Und die Chinesen, unsere großen Nachbarn, wollten sich bei uns immer mehr ausbreiten. Das wollten wir so nicht. Und wir haben dann mit diesem Markt unsere eigene kirgisische Handelsbrücke geschaffen, welche China mit den anderen zentralasiatischen Staaten und mit Russland verbindet. Salimbekow hat in den 90er Jahren mit einem ersten Container den Grundstein für diesen Markt gelegt. Heute ist er einer der mächtigsten Männer im Land. Und falls er mal Probleme bekommen sollte, hat er vorgesorgt. Als Honorarkonsul von Brasilien genießt er nämlich in Kirgisistan diplomatische Immunität. Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans. Die Symbolik der Macht erinnert an die sowjetische Vergangenheit. Hier dominiert militärisches Brimborium, trotz verschiedener Reformen. Im Frühjahr 2010 wurde das letzte autoritäre Regime gestürzt und das Land wandte sich einer parlamentarischen Demokratie zu. Auf diesen Moment hatte ich mich lange gefreut. Ich bin unterwegs zur Heldin dieses Kampfes um mehr Demokratie in Kirgisistan, zur damaligen Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa. Sie
fühle sich heute leider unwohl, werde sich deshalb nur ganz kurz Zeit für uns nehmen können, hieß es zuerst an der Pforte. Rosa Otombajewa erklärt mir, weshalb die von ihr angestoßenen politischen Reformen bei den Kirgisen sofort Anklang gefunden hätten. Wir sind vom Nomadentum geprägt und haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Lieber verlassen wir unser Dorf, wenn wir dort nicht zu unserer Meinung stehen können. Dieser Sinn für Gerechtigkeit trägt dazu bei, dass unser Volk keinen autoritären Druck aushält. Die Kirgisen dulden es nicht, wenn das Allgemeingut nur einer Familie, einem Clan gehört. Und alle möchten, dass die Lebensbedingungen in unserem schönen Land immer besser werden. Ihre Nachbarländer Usbekistan, Kasachstan, aber auch Turkmenistan oder Aserbaidschan werden sehr autoritär regiert. Denken Sie, dass es dort zu einem arabischen Frühling kommen könnte? All unsere Nachbarn ergreifen im Moment Maßnahmen, mit denen die sogenannte Stabilität gestärkt werden soll. Das Internet wird kontrolliert. Mit neuen Gesetzen werden die Einnahmen von wohltätigen Organisationen und Parteien kontrolliert. In meinen Augen ist das falsch. Man sollte den Bürgern viel mehr Schritt um Schritt mehr Freiheiten gewähren, damit diese wirklich ihre eigene Meinung zum Ausdruck bringen können. Die ehemalige Übergangspräsidentin unterbricht das Gespräch. Sie will kurz raus an die frische Luft. Bei der Bevölkerung genießt sie seit jeher ein hohes Ansehen. Sie wirkte unter anderem als Professorin, als Botschafterin und als Außenministerin. Sie hat ihr Versprechen auch wirklich gehalten und ist nach Ablauf der vereinbarten Übergangszeit als interimistische Staatspräsidentin abgetreten. Für viele ist sie ein wichtiges Symbol, die starke Frau in der vor allem von Männern dominierten Welt Zentralasiens. Möchten Sie als Frau, die an vorderster Stelle in der Politik gekämpft hat, auch Beispiel sein für andere zentralasiatische Länder? Unbedingt. Wir müssen uns von den Vorurteilen verabschieden. Schauen Sie, unsere wichtigste Staatsanwältin zum Beispiel ist eine sehr schöne, schlanke junge Frau. Dabei hatten alle erwartet, dass als Staatsanwalt ein dicker, behaarter Kerl gewählt werden müsse. Nein, das muss nicht sein. Unsere neue Staatsanwältin kennt alle Gesetze. Sie führt ihre Arbeit äußerst professionell durch. Man muss sich doch endlich von den althergebrachten Vorurteilen verabschieden. Ich bedanke mich, will mich verabschieden. Völlig überraschend aber lädt uns Rosa Otunbajewa noch zu sich nach Hause ein. Das ist meine Mutter. Mama. Ja, meine Mutter. Sie liest gerne. Und so kommen wir nach dem offiziellen Interviewtermin noch zu einem Brunch. In der Küche gibt die einstige Übergangspräsidentin zu erkennen, wie wichtig ihr neben der Politik auch das Private, die Familie ist. Meine Mutter hat 7 Töchter und einen Sohn zur Welt gebracht. Und Sie selbst, haben Sie auch Kinder? Ja, 2, einen Sohn und eine Tochter. Und ich habe auch einen Enkel. Der ist super, ja. So süß. Den warmherzigen Besuch bei Rosa Otombajewa werde ich wohl nie vergessen. Wir brechen auf in die Berge. Von Bischkek nach Kotschkor und dann Richtung Songkhölsee. Prozent des Landes sind gebirgig und die Straße windet sich durch weitgehend unberührte Berglandschaften.
Hinter den grasbewachsenen sanften Hügeln des Landes sind bei schönem Wetter die ganzjährig verschneiten Gipfel zu sehen. Hier starten wir zu einem dreitägigen Pferdetrekking. Seit Tagen hatten wir uns auf diesen Teil der Reise gefreut. Es ist vor allem einem Projekt der Entwicklungsorganisation Helvetas zu verdanken, dass die kirgisischen Bergbauern über diese Trekkings zu einer engen Zusammenarbeit untereinander finden konnten. Mit den Führungen und der Beherbergung von Touristen kommen sie zu einem wichtigen Zusatzverdienst. Und los geht's, die Pferde sind gutmütig. Ein bisschen unheimlich ist mir aber schon. Anfänglich fürchte ich, überraschend vom Sattel gekippt zu werden. Stunden sind wir an unserem ersten Trekkingtag unterwegs und unsere Jurte auf der Alp Kilemche erreichen wir erst, als es längst dunkel ist. Tagesanbruch auf knapp 3000 Metern Höhe. Jetzt lernen wir unsere freundliche Gastgeberfamilie Talaibek bei Tageslicht kennen. Hier gibt es keine Straße, kein Auto, kein fließendes Wasser und keine Elektrizität. Der Alltag konzentriert sich auf die Tiere, auf die Natur und auf die beiden einfach eingerichteten Jurten. Eine der Jurten ist für die Gäste bestimmt, die andere für die Familie und Verwandte. 11 Personen leben in dieser Jurte, die gleichzeitig als Schlaf-, Wohn- und Essraum dient. Das Familienoberhaupt, Ehemann, Vater, Onkel und Großvater versteht sich in jeder Beziehung als Chef auf dieser Alp. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie. So ist das bei den Kirgisen seit uralten Zeiten. Er muss die Familie beschützen und für sie sorgen. So wie das der Hengst für seine Stuten und Fohlen macht. Der Mann hält die Familie zusammen, sagt, was gut oder schlecht ist für die Familie. Er regelt Konflikte. Ich stehe jeden Tag um 5:30 auf und versuche so gut wie möglich die Verantwortung zu tragen für alles. Für die Familie, die Schafe, die Kühe, die Pferde. Ob der kleine Rustam seinem Großvater nacheifern will, wir scherzen und Rustam meint, Staatspräsident wolle er werden, wenn er mal groß und erfahren ist. Nach den Kühen werden nun die Pferdestuten gemolken. Damit die Stute Milch gibt, muss zuerst das Fohlen angesetzt werden. Die Kinder haben in dieser Jahreszeit schulfrei und sie genießen es, ihre Ferien beim Onkel, bei der Tante oder beim Großvater hier oben auf Kilemche zu verbringen. Pferdemilch, ihr wird eine besonders stärkende Wirkung zugeschrieben. Die Goldzähne der Zentralasiaten, sie sind Symbol von Reichtum. Saralajews Ehefrau Janil macht Butter. Und die kleine Akilay, sie ist fasziniert. Oh,
Wir haben viele Gäste aus Europa. Und wir sagen ihnen, bitte respektiert unsere Kultur, unsere Tradition, die Natur, die wir erhalten möchten. Dieser Rat gilt auch für die jungen Kirgisen in der Stadt. Die haben alles, was sie wollen und vergessen ihre eigene Kultur und Tradition. Allerdings, der Wunsch nach freier Natur ist nicht ganz ohne Widerspruch. Gerne nämlich hätte Janil auch elektrisches Licht, einen Fernseher und mehr Radioprogramme. Immerhin, ein Freilufttelefon gibt's hier schon. Zusammen mit Saralejew, Talaybek und unserem jungen Trekkingführer reite ich runter zum Flüsschen im Tal. Der Bauer zeigt mir, wo seine Jurten jeweils stehen, wenn im Frühjahr oben auf Kilemche noch Schnee liegt. Ich liebe meine Art zu leben. Es ist ein freies Land. Ich kann den Platz meiner Jurte wählen. Niemand nimmt ihn mir weg. Ich kann tun und lassen, was ich will. Oben bei den Jurten die Großfamilie. Die Älteren finden tagsüber meist ausreichend Zeit, sich mit den Kindern oder Enkelkindern zu beschäftigen. Reiten kann er jedenfalls schon, der kleine Rustam, der mal Präsident werden möchte. Trotz der geruhsamen Stimmung hier auf Kilemche, wir verabschieden uns. Wir wollen weiter über den 3400 Meter hohen Karagay-Pass. Unsere Pferde kennen die Route, trotzdem. Man muss sie ab und zu unmissverständlich am Zügel führen, damit sie die Wegspur nicht verlassen. Von Weitem sehen wir den Songkhölsee, den legendären kirgisischen Gebirgssee, auf 3000 Metern Höhe. Er ist etwa halb so groß wie der Bodensee. Über sanfte Grasweiten reiten wir zu ihm runter. Mit unserem Fahrer geht's nun wieder weiter, Richtung chinesische Grenze, über die Stadt Narin und die Kleinstadt Atbashi. Auf der Fahrt Richtung Torugard-Pass, auf dem sich der Grenzübergang nach China befindet, begegnen wir sozusagen zwei Welten. Zahlreichen Straßenbaustellen, welche die Modernisierung symbolisieren. Und dann immer wieder der Tradition, dem Nomadentum, jenen Kirgisen,
die vor allem in und von der Natur in Jurten und von der Viehzucht leben. Im Auftrag der Asiatischen Entwicklungsbank wird die ganze Straße von China bis zur kirgisischen Hauptstadt Bischkek verbreitert und modernisiert. Nicht ein kirgisisches Unternehmen, nein, ein chinesisches Konsortium hat den Zuschlag für diesen Großauftrag erhalten. Und zwischen dem Torugard-Pass und Narin arbeiten heute etwa 500 chinesische Arbeiterinnen und Arbeiter unablässig an verschiedenen Streckenabschnitten. 12 Stunden und mehr am Tag, zum Teil auch am Wochenende. Einer der leitenden Ingenieure, der kirgisischerseits die Arbeiten überwacht, ist Nurlan Sadikov. Ich habe gehört, dass die Chinesen hier nicht nur die Straße ausbauen, sondern auch eine neue Eisenbahnverbindung errichten wollen. Ja, es gibt Pläne für eine Eisenbahn, aber unser Staat hat kein Geld. China will deshalb die Bahn finanzieren und möchte im Ausgleich dafür bei uns Rohstoffe abbauen. Gold, Silber, Uran. Fürchten Sie, dass die Chinesen so ihre Bodenschätze plündern? Die machen das vorsichtig und ruhig, ohne Krieg. Die Chinesen expandieren Schritt um Schritt. Das Verhältnis zwischen den Kirgisen und den Chinesen ist nicht spannungsfrei. Die Chinesen arbeiten und arbeiten. Das unterscheidet sie von uns. Sollten die Kirgisen selbst nicht auch lernen, effizienter zu arbeiten? Ja, aber wissen Sie, wir haben das im Blut. Wir essen gerne Schaschliks, trinken Kumus, unsere Pferdemilch, lieben ein ungezwungenes Leben, wollen nicht viel arbeiten und wollen uns auf ein Pferd schwingen und davon reiten. Jetzt ruft der chinesische Bauführer aber doch noch zu einer kurzen Pause auf. Da ich kein Chinesisch spreche, fruchtet mein Kontaktversuch wenig. Wir verabschieden uns von Kirgisistan. Vom kirgisischen Atbashi führt diese nördliche Seidenstraßenroute über den Torugard-Pass in die chinesische Stadt Kashgar. Die chinesische Stadt Kashgar liegt etwa 300 Kilometer südöstlich des Grenzübergangs. Ein Blick über die Stadt macht deutlich, dass hier zwei unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen. Jene der Uiguren, die in den ein- und zweistöckigen, einfachen Lehmhäusern wohnen, und jene der zugewanderten Han-Chinesen in den modernen Wohn- und Geschäftsvierteln. Diese umweltfreundlichen und lautlosen Elektroroller haben meine Aufmerksamkeit geweckt. Und mich packt die Lust, mit einem solchen Flitzer die Stadt im Feierabendverkehr zu erkunden. Okay. Ich fühle mich überraschend wohl im chinesischen Straßenverkehr. Dieser scheint sich sehr viel harmonischer, weniger aggressiv zu bewegen als der Verkehr, den ich von unseren europäischen Städten her kenne.
Ein Blick in ein Chinesenviertel der Stadt, ins moderne Kaschgar. Und zur 2000 Jahre alten Altstadt, die von der turksprachigen Volksgruppe der Uiguren bewohnt wird. Nur wenige dieser traditionellen Lehm- und Backsteinhäuser dürfen erhalten werden. Die meisten müssen modernen Betonbauten weichen. Wenn sie aber irgendwie können, versuchen die Uiguren, ihre Häuser zu renovieren und erdbebensicherer zu machen. Und sie versuchen, an ihrer muslimisch geprägten Lebensweise festzuhalten. Weil die chinesische Regierung aber gezielt Tausende von Han-Chinesen in der Stadt ansiedelt, werden die Uiguren immer mehr an den Rand gedrängt. Diesen uigurischen Kupferschmied lässt man demonstrativ gewähren, auch als Touristenattraktion. Salam alaikum. Alaikum assalam. Ich versuche mich an unserem Dolmetscher vorbei zu verständigen. Die Uiguren möchten mehr Autonomierechte, Peking aber will ihnen diese nicht gewähren. Wie erlebt er das? Die Regierung ist wie ein Stein und wir sind wie ein Ei. Ein Ei kann nichts gegen einen Stein ausrichten. Wenn die Regierung was unbedingt will, müssen wir uns dem fügen. Ich will nicht, dass sie mein Haus abreißen. Er möchte es selbst renovieren, aber dazu fehlt ihm das Geld. Und wenn er die staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt, so werden seine Eigentumsrechte eingeschränkt. Wenn man vom Staat Geld für die Renovation nimmt, dann ist man nur noch Mitbesitzer seines Hauses. 60% gehören dann dem Staat und nur noch 40% mir selbst. Und die Inneneinrichtung würde nochmals sehr viel Geld verschlingen. Das können sich nicht alle leisten. Dass unser Gespräch von drei behördlichen Aufpassern überwacht wird, die auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen sind, scheint der Bronzeschmied gelassen hinzunehmen. Hier schießt ein neuer Hotel- und Kongresskomplex in die Höhe. Hier werden Büro und neue Wohnhäuser für Chinesen gebaut, die aus dem sogenannten Innerchina nach Kaschgar umgesiedelt werden. Wir besuchen das Baubüro der Immobilienfirma. Macht es wirklich Sinn, die halbe Stadt umzupflügen? Wir haben hier schon jetzt 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und solche werden hier dringend benötigt. Es fehlt aber auch ein großes Einkaufszentrum. Mit unserem Großprojekt aus Shanghai versorgen wir Kaschgar mit besseren, mit luxuriöseren Angeboten. China verharrt zum Teil zu sehr im primitiven Landwirtschaftsbereich. Unsere Zukunft aber liegt in der Stadt. So sieht es aus, wenn ich mit dem Pressechef der Baufirma zur Baustelle unterwegs bin. Unsere Dolmetscherin ist mit dabei, aber gleichzeitig werde ich auf Schritt und Tritt von drei behördlichen Aufpassern begleitet. Schon in ein paar Wochen soll der Eingangsbereich dieses Hotel- und Kongresszentrums fertiggestellt sein. Diese uigurischen Lehmhäuser wurden bereits geräumt. Unaufhaltsam wächst Kaschgar in die Höhe und unaufhaltsam weicht der Charme der alten Oasenstadt dem sterilen und kühlen Baustil aus Shanghai. Ein paar Kilometer außerhalb der 600.000 Einwohnerstadt, das ist Mohammed Ali. Er führt mit seiner Familie einen kleinen Hof und lebt von einer bescheidenen Viehzucht. Vielleicht ist es städtische Ignoranz, aber mich schmerzt es, mit anzusehen, wie diese Tiere verladen werden.
Muhammad Ali macht sich mit seiner Ehefrau und seinem Sohn auf den Weg zum Sonntagsmarkt von Kashgar. Von überall her treffen Viehhändler auf dem Sonntagsmarkt ein. Das Verhandeln ist klar Männersache. Tiergerecht nach unserem Verständnis werden die Schafe und Ziegen hier nicht festgebunden. Was ist der Preis für eine solche Ziege? 350 Yuan. Das sind etwa 55 Franken. Überall ganz nach zentralasiatischer Tradition wird gehandelt und die Geschäfte werden mit einem freundlichen Handschlag besiegelt. Ich handle mit den Tieren, weil ich für die Landwirtschaft zu wenig guten Boden zur Verfügung habe. Und so ergeht es vielen uigurischen Bauern. Es fehlt ihnen an Land. Sie stehen unter Druck wegen der Stadterweiterung. Manchmal kaufe ich Tiere dazu und lebe dann vom Wiederverkauf. Heute hat Muhammad Ali aber nur ein paar Tiere verkaufen können. Etwas frustriert fährt er nach Hause. Und wir fahren von Kashgar, dem südlichen Rand der Taklamakan-Wüste entlang, in die uigurische Stadt Rotan. Taklamakan heißt so viel wie Ort ohne Wiederkehr. In dieser Wüste ist es außerordentlich heiß und trocken. Hier herrschen Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. Wir trauen unseren Augen nicht. Zwei Radfahrer erscheinen in der Gluthitze. Woher kommen Sie? Versuche ich es mal auf Englisch. Aus Holland. Und Sie sind den ganzen Weg von Holland bis hierher gefahren? Nein, wir sind in Kirgisistan gestartet und von dort nach Kashgar gefahren. Ein Stück weit über den Karakorum Highway. Und jetzt fahren wir nach Khotan und Urumqi. Was hat Sie zu diesem Abenteuer motiviert? Ich habe meine bisherige Stelle gekündigt und habe vor, einen eigenen Betrieb zu gründen. Und jetzt, bevor ich Kinder habe, wollte ich diese Chance packen. Und wie reagiert die lokale Bevölkerung auf Sie? Das kommt darauf an. Die Uiguren sind sehr freundlich. Die sind ähnlich wie die Menschen in Kirgisistan oder Tadschikistan. Die Chinesen reagieren manchmal gar nicht, wohl wegen unserer kulturellen Unterschiede. Wenn man sich zulächelt, werden viele sehr freundlich. In Kirgisistan hat man uns oft Joghurt, Früchte oder Brot gereicht. Well, we have breakfast with yogurt, that's really nice.
Wir sind in Khotan. Mao, der einem demütig dargestellten Uiguren die Hand reicht, Symbol der han-chinesischen Dominanz. Khotan war einst das bedeutendste Zentrum der Seidenweberei. Hier, in einem Vorort, werden Seidenteppiche nach traditioneller Art hergestellt und auf der Straße gewaschen. Und hier, hinter diesen Mauern, wird, wie in zahlreichen anderen uigurischen Familienbetrieben, sogenannte Atlasseide gefärbt und zu Stoffbahnen gewoben. Handarbeit auf Einrichtungen, welche zum Teil von Generation zu Generation weitergegeben werden. Es sind ausschließlich Männer, die diese Arbeit tun. Und wir nutzen die Chance, ihnen bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Durch das Abdichten der Seidenstränge wird das künftige Farbmuster vorgegeben. Früher haben wir die Raupen selbst gezüchtet. Die Fäden selbst gemacht. Heute bekommen wir diese aus dem inneren China zugeliefert. Aufgrund eines Dekrets der chinesischen Regierung mussten viele Maulbeerbäume die natürliche Lebensgrundlage der Seidenraupen neuen Baumwollplantagen weichen. Und die Seidenraupen, sie werden jetzt in Fabriken gezüchtet. Wir lieben unseren Beruf und geben unser Wissen immer wieder unseren Kindern weiter. Die Seidenstoffproduktion ist unsere Lebensgrundlage. Die Uiguren in dieser Region leben in ihrer eigenen Welt, parallel zur Kultur und zur Wirtschaftsweise der Chinesen. Angesichts der Expansion der Chinesen ist es für die muslimischen Uiguren nicht einfach, an ihrer Tradition und vor allem an der besonderen Art ihres Wirtschaftens festzuhalten. Der Vater von Maiti Tuoheti genießt es, mit der Großfamilie zu sein. Wegen der sprachlichen Barrieren können wir uns zwar nicht unterhalten, die Atmosphäre der Familienidylle aber spricht für sich selbst. Die blauen Muster werden im kalten Bad aufgetragen. Für die gelben Einfärbungen werden die Seidenstränge durch ein kochend heißes Bad geschwenkt. Und schließlich werden die getrockneten Stränge auf einer in die Jahre gekommenen Webmaschine zu Seidenbahnen verwoben. Die typisch uigurischen Muster, denen man fast überall auf der Seidenstraße begegnet. Es ist Abend und alle versammeln sich im Hof, die ganze Familie. Stolz bringt uns Maiti Tuoheti Abudola eine Auswahl frisch gewobener Seidentücher. Mir gefallen diese Muster, welche die Festtagskleider der Uiguren schmücken. Alles selbst gemacht, von uns. Und uigurische Frauen nähen daraus ihre wunderschönen Kleider. Very
very nice. Very, very nice. Wir verlassen die Familie und reisen weiter. In unserer nächsten Folge erlebe ich die gewaltigen Sanddünen von Dunhuang und eine Form des Massentourismus, die ja wohl nur in China möglich ist. Wir sind dabei, wenn ein Teil der großen chinesischen Mauer restauriert wird. Wir besuchen die Stadt Xi'an und die weltberühmte Terrakotta-Armee. Das Ziel unserer Seidenstraßenreise.